Wir wollen hier weitersprechen mit der Nahost-Expertin Christine Hellberg, ist bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also, die Russen behaupten, sie würden IS-Stellungen in Syrien bombardieren. Der Westen bezweifelt das ziemlich stark. Was sind denn Ihre Erkenntnisse? Das, was die Russen gestern bombardiert haben, waren definitiv keine IS-Stellungen. Die Ziele wurden ja aus Damaskus von der Regierung bestätigt. Die Orte wurden genannt. Ein Ort ist Talbise, das liegt nördlich von Homs. Dort gibt es ein sehr aktives Medienzentrum, enge Kontakte nach Deutschland, auch über die Organisation Adopt the Revolution. Wir wissen sehr genau, was gestern in Talbise passiert ist. Diese Aktivisten haben geschildert, was für Kampfjets das waren, dass sie noch nie in dieser Professionalität angegriffen wurden. Wir haben die Opferzahlen, darunter 6 getötete Kinder. Ich gehe davon aus, dass Putin Assad zur Seite stehen möchte, denn der ist ja in Bedrängnis geraten, nicht durch den IS aktuell. Bashar al-Assad ist militärisch in Bedrängnis durch vorrückende Rebellengruppen im Norden, im Zentrum, jetzt Homs, Hama und im Süden des Landes. Und da sagt Putin, wir stehen euch erstmal bei und bekämpfen alle, die gegen euch sind. Das ist die Definition des Terrorismus des Bashar al-Assad. Wer gegen mich aufsteht, ist ein Terrorist. Und dem schließt sich offensichtlich Herr Putin an. Das ist doch jetzt brandgefährlich. Die USA, das weiß man, unterstützen die gemäßigten Rebellen in Syrien. Russland hat Militärbasen dorthin verlegt, unterstützt also Assad. Das ist doch im Grunde ein Stellvertreterkrieg und brandgefährlich. Es ist vor allem ein ganz unpassender Zeitpunkt, denn in New York sitzen alle zusammen, kompromissbereit mehr oder weniger. Die Hoffnung war ein groß Anfang dieser Woche, dass man womöglich sich im Weltsicherheitsrat einigen könnte auf eine Resolution, mit der man einerseits den IS international bekämpft, also in einer internationalen Allianz, das wünscht sich Herr Putin, und andererseits der Westen darauf drängt, dass wir Zivilisten schützen müssen in Syrien erstmal in Form von Schutzzonen. Auch dafür bräuchten wir ein UN-Mandat, darauf dringt auch die Bundesregierung immer wieder. Das war die große Hoffnung und das wird eigentlich zunichte gemacht, wenn jetzt Herr Putin sagt, naja, also wir bombardieren eigentlich jeden in Syrien, den Assad auserkoren hat als sein Feind, denn das macht Verhandlungen natürlich, es disqualifiziert ihn auch als einen Partner, um wirklich in Syrien voranzukommen, politisch und eben auch vor allem, was den Schutz von Zivilisten betrifft. Wie darf man dann jetzt verstehen, dass zum Beispiel auch US-Außenminister Kerry sagt, man möchte sich militärisch abstimmen? Militärisch abstimmen, sollte der Westen nur weiterhin mit den Russen klären, wo fliegt ihr, wo fliegen wir? Wir fliegen in Richtung Osten, bombardieren den IS und ihr macht hier den Rest des Landes. Das wäre ein fatales Signal an die Syrer. Wir müssen uns vorstellen, wie das auf die Syrer wirkt. Die Botschaft ist, tut uns leid, es ist uns völlig egal, ob Bashar al-Assad 95% für 95% der zivilen Opfer zuständig ist, ob er jeden Tag 10 Kinder tötet. Es ist uns egal, wie ihr sterbt. Hauptsache, keine Extremisten kommen durch den IS nach Europa. Das ist die Botschaft des IS selbst. Das ist seine Propaganda. Wir schützen euch, kommt zu uns. Und die gemäßigten Rebellen werden weiter überlaufen zum IS am Ende. Am Ende haben wir die Konfrontation Assad-IS. Das wünscht er sich. Der IS ist sein Lieblingsfeind, den er auch gewähren lässt ja über die Jahre. Also wir haben am Ende nichts Gemäßigtes mehr im Land. Wir haben Syrer, die weiter nach Europa fliehen oder die wir direkt in die Hände des IS treiben. Damit kommen wir auch zur Rolle Europas, die natürlich hier bedrängt sind durch diese Flüchtlingskrise, sich wünschen, dass dieser Syrien-Konflikt an der Wurzel gelöst wird. Aber nun dieses Chaos, welche Rolle muss Europa denn spielen oder kann es überhaupt noch eine Rolle spielen? Nun, Europas Politiker, allen voran der französische Präsident und auch die Briten sagen immer wieder, der Hauptgrund für die Flucht ist Assad und seine Fassbomben, seine Raketen aus der Luft und dann gehen sie nach Syrien und bombardieren den IS. Das ist nicht richtig stringent. Wenn wir den Syrern die Chance geben wollen, im Land zu bleiben, wenn wir im Land eine Alternative erwachsen sehen wollen zu Bashar al-Assad, dann müssen wir Schutzzonen einrichten, Flugverbotszonen einrichten. Das müsste man Herrn Putin abbringen. Das war die Hoffnung in New York. Jetzt sieht es nicht mehr danach aus. Und ehrlich gesagt, die Aktivisten in Talbise, die gerade gestern bombardiert wurden, das ist genau die Forderung dieser Leute. Die Zivilgesellschaft ruft am lautesten nach Schutz, denn sie sagen, wir würden gestärkt gegenüber allen Rebellen, gegenüber den Gemäßigten, gegenüber Radikalen, auch Al-Qaida-affiliierten Rebellen, die gibt es ja auch in diesen Gebieten. Das würde uns stärken, denn wenn hier Schutz herrscht, wenn wir nicht mehr bombardiert werden, brauchen wir euch nicht mehr vor Ort, höchstens als Polizeikräfte. Und wir können endlich das Syrien aufbauen, das Alternative, für das wir 4 Jahre lang auch demonstriert haben. Also die Lösung an der Syrien-Krise ist in weite Ferne gerückt. Putin betreibt ein doppeltes Spiel, sagt auch die Nahost-Expertin Christine Hellberg. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke.